Heute vergleichen wir mal das Spyderco UK PK mit der neuesten 42A-konformen Überraschung aus Golden, Colorado. Heute dreht sich alles um das Spyderco Lil Native Slip Joint. Los geht's! Spyderco Lil Native als Slip Joint. Grenzt irgendwo schon fast an einem Wunder, dass dieses Messer jetzt bei mir ist. Wir haben alle sehr lange darauf gewartet. Das war, ich glaube, vor einem Jahr oder sogar noch länger wurde es angekündigt und es kam ewig nicht bei. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe so lachen müssen, als bei der Altona Silberwerkstatt auf der Webseite dann irgendwann dieser Status geändert wurde und dann da drin stand, kommt irgendwann dieses Jahrzehnt, weil es hat echt keiner mehr dran geglaubt. Trotzdem habe ich diese Funktion genutzt. Du kannst bei der ASW hergehen und kannst deine E-Mail-Adresse eintragen. Und wenn was nicht da ist. Und sobald es wieder Bestand gibt, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Und genauso war es auch und es hat auch funktioniert und ich habe eins ergattern können. Und wenn jetzt wieder irgendeine Schneeflocke da draußen meint, das ist Werbung, dann ist das von mir aus Werbung, okay? Das ist einfach ein ganz toller Betrieb. Da stecken richtig tolle Menschen dahinter und das muss einfach unterstützt werden. So sehe ich das. Aber zurück zum Lil Native. Das Lil Native gibt es ja in vielen verschiedenen Variationen. Also es gibt ein Backlock, es gibt ein Compression Lock, es gibt Sprint Runs, also verschiedene Griffschalen, verschiedene Stahlsorten. Es gibt verschiedene Clips an den verschiedenen Messern, aber da hört es ja nicht auf. Es gibt ja noch das Native, ist natürlich auch ein Eric Glasser Design. Das ist ein bisschen größer, da gibt es zum Beispiel auch ein Salt und da gibt es einen Wellenschliff, da gibt es einen glatten Schliff. Das geht bis hoch zum Charmin, was eigentlich so ein Zombie-Apokalypse-Messer ist. Also wenn da alle Stricke reißen, würde ich dieses Messer nehmen. Ja, das hält ganz schön was aus und ist ein richtiger Klöpper. Aber alle sind richtig cool und für mich persönlich ist das das schönste Spyderco-Messer, was natürlich immer eine Geschmackssache ist. Aber bevor dass ich jetzt näher auf das Messer eingehe, würde ich Folgendes vorschlagen. Ich hole die Kamera von oben und dann vergleichen wir es mal mit dem UK PK, ein 42A-konformes Messer, das in Deutschland sehr verbreitet ist, weil man es halt mit sich führen darf. Was man jetzt mit dem Lil Native auch kann. Also ich hole die Kamera von oben und wir machen mal ein Unboxing und werfen mal einen richtigen Blick drauf. Als erstes werfen wir mal einen Blick aufs UK PK. Ein bekanntes Messer, vor allem hier in Deutschland, genau wie in Großbritannien, wo es ja seinen Namen her hat, ne? UK Penknife. Der Hintergedanke ist, dass ich es mit einer Hand öffnen kann, aber dass es nicht verriegelt. Wir haben einen Half-Stop hier. Und das ist wirklich das Standard UK PK mit BD1 Stahl. Nichts absolut Besonderes, klar, logisch ein guter Alltagsstahl. Ich habe hier diesen im geschlossenen Zustand, sieht man es hier, ne? Wenn ich es aufmache, habe ich diesen Forward Choil, wo wenn mein Finger hier ist, dann wird verhindert, dass mir das Messer auf die Finger schließen kann. Es ist von der Größe her ein absolut gutes Messer, für den Alltag absolut zu gebrauchen. Kein großer Rumspielspaß, okay. Und natürlich der Spidey Flick ist hier nicht möglich, weil keine Kugellager und keine Möglichkeit. Also diese Rückenfeder, die man hier sieht, die hat halt schon Spannung auf dem gesamten Weg. Dann habe ich noch den Half-Stop, also zum Aufflicken ist hier nichts gedacht, aber ich habe eine Einhandöffnung. Ein bisschen Spielspaß ist dennoch da, weil mit einer Hand kann ich es schließen. Das ist das UK PK. Jetzt schauen wir uns mal das Little Native an. Und zwar kleine Verpackung, ja, ist ja auch ein kleineres Messer. Was ist in der Verpackung drin? Einmal das Messer, ein kleiner Aufkleber und ein paar Informationen über das Little Native tatsächlich. Mit, ich hatte es ja schon erwähnt, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es hier gibt. Und jetzt gibt es auch eine 42A-konforme Möglichkeit. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da ist es. Es macht wirklich was her. Es ist, hier habe ich FRN, also Fiber Reinforced Nylon, und hier habe ich G10. Von der Griffigkeit, das hier ist schon sehr gut. Aber das hier
fühlt sich wirklich an, so als wäre da so ein bisschen Schmirgelpapier. Das hält schon ordentlich fest. Dann, klar, ich habe hier natürlich noch die Möglichkeit für ein Lanyard, also ein kleines Lanyard-Hole, weil würde ja Sinn machen, kleineres Messer, ne, wenn ich es öffne, dann das vielleicht hier, also wenn ich nur so dran gehen würde, dann würde der kleine Finger überschauen. Aber wir haben ja, genauso wie beim UKPK, hier auch diesen Forward-Joil. Das bedeutet, meine Finger gehen genau hier hin. Und jetzt habe ich genau die gleiche Geschichte, sprich, mein Finger verhindert, dass mir das Messer in die Finger schließt, genau wie auch hier, also gut umgesetzt. Trotzdem, obwohl es so ein kleines Messer ist, ist es bei meinen, wie gesagt, nicht unbedingt die kleinsten Hände, hier ein vollwertiges Vierfingermesser. Die Klinge reicht mir für den Alltag absolut aus. Was mir besonders gefällt, auch hier der Spielspaß, wie gesagt. Nein, man kann es nicht aufflicken. Im Vergleich zum UKPK fehlt hier der Halfstop, also genau der hier. Der ist hier nicht gegeben, über den kompletten Laufweg nicht. Die Feder geht hinten einmal über das komplette Messer im Vergleich. Und ich glaube, man sieht auch, ne, von der Dicke her haben wir hier schon einen Unterschied. Also das ist schon bulliger. UKPK, wie gesagt, ein sehr schönes Messer. Aber das hier ist doch bulliger. Und es ist für mich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben, aber es ist griffiger. Ich glaube, griffiger wäre ein guter Ausdruck. Dadurch, dass es ein bisschen dicker ist, liegt es halt echt besser in meiner Hand. Ein Stahl S30V. Ein wirklich guter Stahl, zählt schon zu den Premium-Stählen. Da werden jetzt viele aufschreien, nein, heute nicht mehr. Lassen wir es mal so stehen, es ist ein besserer Stahl. Das Einzige, was ich an diesem Messer vielleicht irgendwo auszusetzen hätte, hoppala, bevor das es mir jetzt komplett aus der Hand fliegt. Diese Proportion Messer im Vergleich zum Clip passt. Ich persönlich mag den Drahtclip. Jetzt werde ich natürlich nicht so dumm sein und werde irgendetwas gegen den Spyderco Hourglass Clip sagen. Dieses Ding gibt es seit Ewigkeiten. Es hat sich bewährt. Es ist richtig cool. Bei diesem Messer habe ich die Möglichkeit, das auf 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten zu befestigen. Ich will jetzt einfach nur mal sagen, sieht vielleicht so ein bisschen aus, als ob mein Sohn mein T-Shirt anhat, ne? Der Clip auf dem Taschenmesser. Ich werde mal gucken, ob ich nicht irgendwie vielleicht von Lynch oder irgendwie einen Clip bekomme, der dann jetzt übertrieben so geht. Also, dass es doch ein Deep Carry Clip wird und der vielleicht ein bisschen kürzer ist, würde vielleicht besser klappen. Ich meine, ich glaube, der Compression Lock, wenn ich mich nicht arg täusche, hat den gleichen Clip. Der Backlock hat wieder diesen Clip. Ja, er funktioniert toll und der hält auch und der ist auch griffig und der hält auch gut an der Jeans. Aber wie gesagt, es sieht halt schon so ein bisschen aus, als ob mein Sohn mein T-Shirt anhat, ne? Es ist für das Messer ein bisschen zu groß. Es ist eine Kleinigkeit und es ist Jammern auf hohem Niveau. Aber das wäre vielleicht das Einzige, was ich hier auszusetzen hätte. Und wer übrigens andere Clips sucht, schaut mal bei der Altona Silberwerkstatt vorbei. Die haben auch Clips. Die sind natürlich nicht immer alle vorrätig, wie das halt ist bei den coolen Sachen. Die gibt es halt nicht wie Sand am Meer. Aber auch da kann man die Funktion nutzen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man da eine E-Mail-Adresse einträgt und sobald es wieder Bestand gibt, wird man benachrichtigt. Eine ziemlich coole Sache. Würde ich eins der beiden bevorzugen? Lasst es mich mal anders sagen. Vom Design her, vom Stil her, vom Gefallen her ist das Lil Native eher mein Ding. Nichtsdestotrotz würde ich mich ungern von meinem UKPK trennen. Ich verbinde halt immer irgendwie Geschichten, Erlebnisse und so weiter mit Gegenständen. Es ist halt nun mal so. Und schon allein aus dem Grund möchte ich das nicht missen.
Auf der anderen Seite ist es ein tierisch cooles Messer, ja. Also man hört ja oft, Spider-Kurs sind nicht fürs Auge, sondern für die Hand konzipiert. Aber trotzdem, ey, das sieht doch schick aus. Da kannst du doch wirklich nicht meckern. Ich habe jetzt gehört von jemandem, dass es hier auch Messinggriffschalen gibt und Titan. Wäre auch mal eine Überlegung wert. Es ist ein absolut cooles Messer. Das Einzige, was bei beiden gleich war, was man auch noch sagen kann, ist, die sind beide sehr trocken bei mir aufgetaucht. Also du hast wirklich beim Öffnen gehört, wie das geknirscht hat. Ich habe ein bisschen Öl rein. Ich benutze da den Böker Ölpen. Kann ich euch auch gerne unten nochmal verlinken. War bei ihm hier genauso. Ich habe ein bisschen Öl reinmachen müssen. Jetzt ist es wirklich wunderbar butterweich. Und es ist echt ein ganz, ganz hübsches Taschenmesser. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ich kriege 4 Finger dran. Ich kann ordentlich was mit anfangen, auch ohne Lanyard. Ein absolut cooles und empfehlenswertes Taschenmesser. Außerdem, wer Spyderco mag, ja, also der kommt an dem Ding nicht vorbei, egal in welcher Version. Ich bin nur froh, dass es eine 42A-konforme Version gibt. Der Clip ist schon sexy, keine Frage. Er ist aber halt echt ein bisschen zu groß für das Messer. Sonst, absolut cooles Messer. Vor allem auch dieses, was ein befriedigendes Geräusch, ne? Und was auch interessant ist, ich versuche mal, ob man das einfangen kann. Und zwar, wenn ich das öffne, die Rückenfeder bewegt sich nicht. Also du hast es ja oft, dass die dann so ein Stückchen hochgeht und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Du merkst, dass das kein Spielzeug ist. Das ist schon was Ordentliches. Genau wie beim UKPK auch. Du merkst, dass es kein Spielzeug ist. Hier ist es noch ein kleines bisschen anders, wegen den G10 Griffschalen, die halt ein bisschen griffiger sind. Und dadurch, dass es halt dicker ist, ist es ein bisschen bulliger in der Hand. Ein ganz tolles Taschenmesser. Wenn ihr nach sowas sucht, habt ihr hier genau das Richtige. Absolut alltagstauglich, mit einer Hand zu öffnen. Und das ist auch so klein, also wenn du da mal irgendwie was schneidest mit und das aus der Tasche holst, dann wird niemand in Panik wegrennen. Wobei, ich bin mal lieber vorsichtig, ja, man weiß nicht, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Aber sag mal es mal so, hättest du jetzt das Schamen dabei, wäre es schon eher möglich, dass du komisch angeschaut wirst, als wenn du dieses Messer dabei hast. Mal so zum Größenvergleich, die beiden. Und ich gucke direkt von oben runter, also da verzerrt nichts bei mir. Ihr seht, klar, das UKPK ist größer. Nichtsdestotrotz, ich zeige es nochmal in der Hand. Hier guckt hinten ein Stückchen raus. Ich komme locker hier mit 4 Fingern dran. Aber auch hier, wenn ich hier mit 4 Fingern dran gehe, dann guckt immer noch ein Stückchen hinten raus, beziehungsweise gerade so ein bisschen. Es ist ein vollwertiges 4-Finger-Messer. Also Spyderco, das macht ihr echt cool. Tja, wie ihr seht, Spannung, Spiel und Spaß. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so froh, dass es jetzt noch was gibt von Spyderco, was nicht unter das Führverbot fällt. Es ist ein tolles kleines Taschenmesser, der Forward Choil, der wirklich verhindert, dass es Unfälle gibt. Was ein tolles Messer und das Geräusch so befriedigend, der absolute Hammer. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt extrem viel zu entdecken und ich würde mich echt freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, ich habe noch ein paar Videos im Petto, auch nicht nur EDC-bezogene Videos, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich freue mich auf jeden Fall, die Videos zu drehen. Was mir aber ganz wichtig ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ein befriedigendes Geräusch.